Und wir machen weniger Plus. Warum? Ich meine, wir machen seit Start des Spiels 275 mehr Plus, weil, ne, zum Beispiel Ladeneinnahmen, aber insgesamt weniger. Womit hängt das zusammen? Essen hat sich noch nichts verändert. Besserungsprogramme hat sich eigentlich nichts verändert. Häftlingsgehälter, ja gut, 56 im Vergleich zu den 275 hier. Wachengehälter, wir haben keine neuen Wachen. Gut, vielleicht ist der Häftlingszuschuss irgendwie geringer, aus irgendwelchen Gründen, weiß ich nicht. Und wir hatten auch mal wieder natürlich einen Tag mit Vorfall. Vielleicht hätten wir einfach mal mehrere Tage ohne Vorfall. Ach, der Bewährungsanwalt! Wie der guckt! Oh, Bewährungsdirektor. Das Problem ist halt einfach, die schlafen um diese Uhrzeit noch. Aber das ist auch wahrscheinlich dann 6 bis 10. Vielleicht sollten wir die mal eine Stunde früher aus dem Betten holen. Dafür eine Stunde früher reinschicken. Was steht denn da ichtend? Was steht denn da? Vernichtend? Das ist die Erdanziehungskraft. Sag mal, kommt denn hier überhaupt jemand jetzt? Da. Wer ist es? Felix Young. Schwerer Fahrzeugdiebstahl. Kürzliches Fehlverhalten. Zerstörung, Ausbruch, Personalangriffen, Waffenbesitz. Ja, da glaubst du, da hast du eine Chance? Grundlagenbildung dreimal fehlgeschlagen? Also so leid es mir tut, aber den würde ich ja nicht reinlassen, nicht rauslassen. Es gab zwei neue Häftlinge. Los, entscheidet euch! Ich wusste nicht, dass das 4 Stunden dauert, eine. Hallo? Ich mach mit. Passiert da noch was? Oder eher nicht so? Entschuldigung, stopp, stopp! Ich bin hinterher! Und? Erfolg! Der wird freigelassen! Oh, Ausbruchversuch! Wo? Wer wie was? Mist. Ja, 3000 Belohnung für eine vorzeitige Entlassung? Ja, geiler Scheiß. Können wir da mehrere Tische von haben? Können wir dann mehrere machen? Wir haben davon ja noch welche. Das schaue ich mir doch mal an. Ob man da mehrere machen kann. Wir haben ja noch welche auf Lager hier. Einen haben wir noch. Ist natürlich dann erst morgen wieder. So, also Leute. Dusche ist da.
kann euch länger arbeiten. Entschuldigung. Oder? Bei 10 ist wahrscheinlich ein bisschen früh, ne? Wobei nicht, wenn du morgens um 6 Uhr aufstehen musst, dann ist 10 Uhr auch nicht früh. So, was haben wir denn hier? 20 haben ernsthafte Beschwerden. Was denn? Bedürfnisse. Ach, die Hygiene. So, die Hygiene. Ah, das ist natürlich, glaube ich, ein bisschen doof, ne? Ja, weil wir das jetzt währenddessen bearbeitet haben, glaube ich, sind die mit der Dusche jetzt, haben jetzt keine Duschzeit gehabt heute. Weil die halt frühzeitig bearbeitet, zu früh bearbeitet haben. Mist. Haben wir eigentlich hier noch jemanden, der hier noch arbeiten kann? Einen Häftling qualifiziert. Oh, toll. Na, machen wir hinterher mal das andere. Wir haben immer nur einen Unterrichtsraum. Der sitzt einfach mal wieder mit drin, ne? Ich glaube, Lehrer im Gefängnis ist auch eine interessante Tätigkeit, um es mal so auszudrücken. Ja, nun, Nahrung, was los? Du hättest ja Nahrung haben können. Wobei, nee, ja, wenn er was in seine Zelle kriegt, ist gut, wenn nicht, dann nicht, weil wo soll er sie hernehmen? Der muss hier raus, dieser Typ. Der macht das Ganze, der ist total von Arsch, dieser Typ. Ich packe ihn einfach wieder in Einzelhaft. Hab keine andere Chance. Der muss dauerhaft eigentlich in der Einzelzelle bleiben. Sobald er irgendwo ist, gibt's Klopperei. Er hat zumindest mitgemacht oder hat diesmal er hier vielleicht angefangen? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, er hat angefangen. Weiß ich aber auch gar nicht so genau. Ach Leute, was macht ihr denn? Also hier mit Luxusgüter müsste ja eigentlich jetzt fast dauerhaft. Wo brechen die denn aus? Und wieso tut da keiner was gegen, wenn die hier ankommen? Wer ist denn das? Wie machen die das denn? Könnte ich dafür mal Informationen kriegen vielleicht? Gehen die hier oben einfach durch die Tür oder was ist los? Ich würde es gerne wissen. Und dann sitze ich da einfach mal noch eine Gefängnistür hin. Ich weiß es wie gesagt nicht. Es wird ja nichts gesagt. Außer zwei Ausbrüche heute. Toll, danke. Aber ich möchte wissen, wie. Vier ausgebrochen insgesamt. Vier. Und davon drei alleine jetzt. Und ich weiß nicht. Wie? Das ist halt die Sache. Ich komme ja nicht schnell genug hin. Pass mal auf. Wir können doch hier irgendwo. Wie viel kostet ein Straßentor? 1000.
Komm, gönnen wir uns Straßentore. Ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn macht jetzt. Wir brauchen natürlich auch noch Zäune. Kostet uns natürlich alles wieder Geld. Umfassungsmauer, da. Natürlich auch so eine Sache. Ist natürlich auch nochmal teurer, als wenn ich eine normale Wand jetzt dahin klatsche. Hier müssen wir die gesamte Front, müssen wir eine Wand runterziehen, ne? Oder reicht, wenn wir die gerade rüberziehen, dass sie hier nicht rauskommen? Das zum Beispiel weiß ich jetzt gerade nicht. Wie viel wird denn so eine Wand darunter kosten? Ja, eine Mauer wäre eigentlich schöner, so eine Umfassungsmauer, aber was soll ich machen? Die kriege ich ja eh nicht hin. Oh je. Ich kann den Preis nicht sehen. Auf jeden Fall weit über 2000. Oder ungefähr 2000. Und da wir, ne, wieder weniger Geld kriegen, bla bla bla. Ja. Ja, dafür kommen drei neue Häftlinge. Echt bescheiden, sowas. Echt bescheiden. So, Programme. Wann ist das fertig? Erst übermorgen, ne? Ja. Mist, 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 Mist. Ja, und hier, wir haben erst einen in der Bewährungsanhörung gehabt. Einer hat es beendet, einer hat es auch bestanden. 100%. Das heißt, ich muss darauf aufpassen, beim nächsten Mal, ob wir hier zwei Anwälte und sowas dann hinkriegen, dass wir zwei parallel machen können. Was ich natürlich eigentlich echt geil fände. Weil dann würde ich einfach noch einen dritten und einen vierten Tisch dahin passen, dann haben wir unsere 23 Häftlinge irgendwann auch mal abgearbeitet. Und das kann ja sonst nicht angehen hier. Na, jetzt ist mal wieder Schlaf. Oh, alle rein. Drei Häftlinge wurden grundlos durchsucht. Ja, muss man halt mal mit rechnen zwischendurch, ne? Und die haben alle viel mehr Geld. Okay, die haben nichts gesagt. Doch, ich glaube, boah, $44 hat der mit dabei. Da lohnt sich ja richtig mal, den mal zusammen zu prügeln. Was? Ach so, Zelle leer, klar. Hä, die Zelle ist doch nicht leer. Da schläft doch... Ach. Ernsthaft? Wieso kann ich hier reingucken und die andere Zelle nicht? $0.79, der ist auch ein armer Schlucker. Warum schlafen sie nicht? Drogen! Achso, deshalb. Er stirbt auch. Wunderbar. Okay, so viele Betten dürfen eigentlich gar nicht leer sein. Ah, doch. Ja, doch, dürften. Ja, doch. Ist hier jemand drin? Nein. Mal schauen, ob wir nicht mal zwei Häftlinge wieder auch mal einfach zurückstufen. Weil wir mal zwei mit normaler Sicherheitsstufe und nur 20 Kapazitäts... nur 20 Kapazitäten, von daher... Also irgendjemand... Ich fange einfach mal hier an. Zwei Tage ohne Vorfall, irgendjemand, der jetzt schon lange ohne Vorfall war. Ja, du erst recht nicht, Junge. Du kannst mal sonst wohin gehen. Drei Tage ohne Vorfall.
2 Tage ohne Vorfall. Okay, anscheinend ja nicht so lange. 4 Tage ohne Vorfall, ist schon mal nicht verkehrt. Alexei Luganov. Auch 4 Tage. Vielleicht haben wir jemanden, der mal mehr als 5 Tage oder so hat oder noch nie einen hatte. Aber ich glaube, den haben wir tatsächlich nicht. Er auch 4 Tage. 4 Tage. 4 Tage ohne Vorfall. 2 Tage ohne Vorfall. 4 Tage, 1 Tag. 4 Tage, 3 Tage. 5 Tage. So, was hast du damals gemacht? Berauschung und Drogenbesitz. Okay. Niedrige Sicherheitsstufe. Von dem geht eigentlich hier im Gefängnis keine Gefahr aus. Im Moment, oder? Er hat Sicherheit und Hygiene in der Küche erfolgreich abgeschlossen. Gut, Grundlagenbildung ist er 3-mal durchgerasselt. Das ist Grundlagenbildung. Habt ihr in eurem Leben nie was anderes gemacht? Seid ihr echt schon so Dauerknackis alle? Weil ansonsten, wenn du... Ich meine, nicht jeder, der hier hinkommt, nicht jeder, der ins Gefängnis kommt, ist ja ein extremer Schwerverbrecher. Also sage ich jetzt mal so. Natürlich gibt es jetzt hier den einen oder anderen, der natürlich schon, ne? Hier Vandalismus, Meineid ist jetzt nicht schön, nicht gut, aber ist jetzt nicht... Vandalismus, Meineid ist jetzt nicht, keine Ahnung, Körperverletzung, Mord. Oder vielleicht sogar tatsächlich, ja, weiß ich nicht, hier Bandenkriminalität vielleicht noch oder sonst was. Ach, jetzt ein Ausbruchversuch. Ja, spannend, ob wir noch irgendjemanden finden. Ausbruchversuch, den nehme ich dann auf keinen Fall. Zerstörung, Ausbruchversuch. Zwei Tage ohne Vorfall. Ausbruchversuch. Ach, Mist. James Colley. Personal angegriffen, aber es scheint schon lange her zu sein. Aber ich weiß nicht, was das bedeutet, wenn es klein geschrieben ist. Der ist ja eh fast durch. Komm, niedrige Sicherheitsstufe. Dann haben wir nämlich praktisch genau 20 normale, wie auch die Kapazität. Huch. Können wir vielleicht wirklich das hier oben... Habe ich mich auch beim letzten Mal ausgiebig drüber ausgelassen, dass man bei einigen Sachen, wenn es hier gerade nicht, Flur und Zellen getrennt irgendwie einstellen kann. Hier war das, nee. Aber auf jeden Fall sind hier irgendwie diese Gänge immer alle getrennt. Das war beim letzten Mal, hatten wir hier auch noch sogar noch das Problem, dass diese Zellen, dass ich alle einzeln zum Niedrigsicherheitstrakt machen musste. Ich würde es mir wünschen, vielleicht kann man das mit irgendeiner Tastenkombination, ich weiß sie nur nicht, dass ich sagen kann, okay, nur dieser Bereich, nicht gleich ein ganzer Flur, soll Sicherheitstrakt sein, sondern manuell einstellen diese Zelle. Aber nicht der ganze Flur, sondern nur diese Zelle. Ja, Entschuldigung. Gut. Ich nehme jetzt 1:12 auf. Wie gesagt, mit den letzten Folgen von davor, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich denke mal eher, ich werde die löschen, oder könnt ihr mal sagen, oder schreiben, ob ihr da jemand haben wollt. Weil ich werde es nicht als Hörspiel hochladen, es macht keinen Sinn, wenn man kein Bild mit dabei hat und ich sage, ach, guck mal, der hier. Ne? Oder sollen wir das hier oder hier hinbauen? Macht, wenn man es nicht sieht, einfach null Sinn. Zerro. Ja, kennen Sie vielleicht. Zerro. Naja.
Wie ist eigentlich in der Dusche so kalt? Das ist ja das war warm Wasser, aber keine Heizung. Ist auch doof eigentlich. Wir haben doch hier sowieso die warmen Rohre. Pass mal auf, dann können wir doch hier eigentlich eine Heizung reinklatschen, oder? Ist ja auch eh nicht symmetrisch gebaut. 1, 2, 3, Tür. 1, 2, 3, Wand. Heizung. Versorgung. Über ein Warmwasserrohr. Ich habe hinterher auch, wie man vielleicht hinten gesehen hat, anders gebaut. Ich weiß nicht, hätte ich das gezeichnet? Ich glaube nicht. Also natürlich hatte ich es gezeigt, aber nicht in diesen Folgen, sondern in denen davor. Genau, ich habe hier die Duschen so gebaut. Da hat man nicht immer dieses Rohr so rumgebaut. Da hat man nicht immer dieses Gewurschtel, dass man vier Rohre im Quadrat da hat. Toll. Wollte ich gerade mal noch jemanden angrapschen? Ich gehe mal wieder, ne? So, drei Häftlinge kommen, die gucken wir uns noch an. Ich hoffe, da haut keiner von ab. Das sind doch gleich die Häftlinge. Das ist ein Stapel Personalmahlzeit. Toll. Ja, die kommen erst in einer Viertelstunde hier. Blub, blub. Mann, Steam, hör auf. Um aufzuzeigen, dass irgendwelche Leute online kommen. So, wollen wir erstmal schauen. Wen haben wir denn da? Ian Piddock. Ein Jahr für Voyeurismus. Unsittliches Verhalten, Raub. Voyeurismus. So, da guckt also jemand anscheinend gerne anderen Leuten zu. So, Aston Stevenson, Vandalismus. Ich hoffe, du machst nicht allzu viel hier drin kaputt. Und, oh, Alter, 18, Ian Harvey. Erpressung, Geldwäsche, Buchfälschung mit 18. Hat aber schon eine Frau. Ist typisch. Zu 26 Jahren. Alter Schwede. Na dann aber viel Spaß. Vor allem, wenn wir Pech haben, nein, wenn wir nicht Pech haben, ist übertrieben. Der bleibt einfach 26 Jahre so bei uns, ne? Das ist einfach... Immer diese Väter, die so komisch gucken. Ich trage eine Brille und ich bin sehr erstaunt über dieses Gefängnis. Ja, meine Erstauntheit kann ich gar nicht anders zum Ausdruck bringen. Das Schniefen gehört schon noch mit zu ihm, weil, ne? Er sieht so aus mit seinem Schnäuzer darunter, als würde er immer regelmäßig... Oder... Machen. Kennen wir Gareth Nightingale schon? Kennen wir schon die Nachtigall? Ein Jahr wegen für gefährliches Verhalten im Straßenverkehr, wegen gefährlichen Verhaltens. Im Straßenverkehr. Rückfallwahrscheinlichkeit 45%, ja, für, weiß nicht, in der 30er-Zone mit 70, quer durch die Stadt zu heizen, oder so. Oder sonstiges. Habt ihr den ernsthaft in die Zelle ohne Bett gesteckt? Wie kostet eigentlich ein Etagenbett, 500? Können wir da mehrere Leute reinpacken? Dann ist ja eigentlich einzelhaft, ne? Ist ja eigentlich doof. Ist ja völlig blödsinnig eigentlich, das zu machen. Ja. Aber ein Bett kriegt er trotzdem auch. Beide Einzelzellen kriegen ein Bett für... Wenn du da halt wirklich mal deine 100 Stunden oder vielleicht auch mal nur 20 Stunden absitzen musst. So, jetzt aber endgültig, Mann. Ich wollte vor 5 Minuten schon Schluss machen.
Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Nordoron. Over and out.